رسول الله من أحق الناس بصحبتي؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال ثم أبوك. دراي مال داين متى داين متى داين متى فغم الإمام البغوي إن زان التفسير هات كزخت والدي متى إن دراي شتلن إن دراي شتلن فور دم فاتا شتيت إن در Schwangerschaft إن در Geburt und إن در Stillzeit und dann kommt der Vater. Der Vater teilt sich das Kind in der Erziehung. Aber deine Mutter, deine Mutter, deine Mutter. Subhanallah. Und ich kann euch sagen, fil Adab al-Mufrad über Ibn Abbas, Ata ibn Yasar, sagte, ich war bei Ibn Abbas radiallahu anhu. Da kam ein Mann zu Ibn Abbas weinend. Sagte er, Ibn Abbas, ich wollte eine Frau heiraten, doch ihre Mutter hat das abgelehnt. Als sie einen anderen geheiratet hat, war ich so eifersüchtig, dass ich sie getötet habe. Aliya Tauba, wird mir Allah vergeben, wenn ich Tauba mache? Dann sagte er, lebt deine Mutter? Sagte, meine Mutter ist gestorben. Sagte, geh und tu alles, was Allahs Zufriedenheit bringt. Als der Mann gegangen ist, sagte Ata ibn Yasar, ich fragte Ibn Abbas, لِمَ سَأَلْتَهُ عَنْ حَيَاتِ أُمِّهِ. Warum hast du ihm nach dem Leben seiner Mutter gefragt? Sagte Ibn Abbas, hört euch das an. Sagte, bei Allah, ich kenne keine Tat, die einem Menschen seinem Schöpfer näher bringt, außer die Güte zu der Mutter. Subhanallah. Subhanallah. Das ist Ibn Abbas. Weißt du, wer Ibn Abbas ist? ترجمان القرآن. البحر. رضي الله عنه وأرضاه. السلام عليكم. Also manche Ayat offenbart worden sind über das. Es geht um eine Geschichte über Amr ibn al-As, dass er mal zu seiner Mutter, es ging ja darum, dass seine Mutter ihm gesagt hat, was ist das für eine Religion, die du befolgst? Hatte gesagt, ich befolge die Religion von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sie hat versucht, ihn einzuengen. Und dann am Ende hat sie gesagt, wenn du diese Religion nicht verlässt, werde ich verhungern, bis ich sterbe. Und die Leute werden sagen, du derjenige, der seine Mutter getötet hat. Er sagte zu seiner Mutter, iss oder stirb. Ich werde diese Religion nicht verlassen, auch wenn du 9 Leben hättest und du würdest leben und sterben. Und leben und sterben, werde ich diese Religion. Allah hat ihn ermahnt in dieser Sache. Seine Mutter war keine Muslima. Und sie war keine Religiöse. Und sie war Kafira. Trotzdem sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تُطَعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Allahu Akbar. Wenn die dich dazu zwingen, etwas zu tun, was dem Schöpfer nicht gerecht ist, solltest du das nicht tun. Und doch solltest du ihnen ein guter Freund auf dieser Erde sein. Wie sagst du zu deiner Mutter? Deine Mutter, sagst du zu ihr, isst oder stirb? Allah ermahnt ihn über 7 Himmel. Subhanallah. Und Allahu A'lam, das ist der Anlass, warum Allah subhanahu wa ta'ala diese Ayah offenbart. Hurul Aini tunadini, fada'ini ummahu da'ini, latabki dumu'uki ya ummi an darmi, la lan tathni.